Leb wohl, Kaffeepause. Und wenn alles Kopf steht, Kaffeepause wird gemacht. Guten Morgen, liebe Dorina, guten Morgen, lieber Tobias, guten Morgen, lieber René. Sehr schön, dass wir heute gemeinsam in Frankenberg sind. Frankenberg kenne ich noch aus der Zeit, als ich hier Soldat war. Richtkanonier auf einer Panzerhaubitze zu 152 mm, 2S3M als Richtkanonier. Das war damals nicht so schön, es waren Erfahrungswerte. Heute ist ein viel schönerer Tag, nämlich mit ganz lieben Freunden zu einem Osenbandentreffen in Frankenberg. Wir haben einen Plan.
Nein. Herzlich willkommen im Welttheater in Frankenberg. Schön, dass Sie da sind, liebe Gäste. Ich starte jetzt mal, ich muss ablesen, weil ich habe so viel zu erzählen. Bevor wir richtig starten. Willkommen Till Welttheater Frankenberg. Mein Name ist Burkhard Werner. Ich bin der zweite Vorsitzende des Kinovereins. Steht hier, muss ich lesen. Wir sind überglücklich, dass wir heute zum dritten Mal den Olsenbandentag voller Highlights für Sie veranstalten können. Dass wir heute hier stehen, ist alles andere als selbstverständlich. Wir führen dieses zauberhafte Kino mit all seinem historischen Staub und den Spinnweben, jeden Körnchen und jedem Fädchen ein denkmalgeschütztes Kleinod, rein ehrenamtlich. Das bedeutet, nach unserem ebenfalls nicht langweiligen Vollzeitjob in Berufsbildung und Behindertenhilfe. Und ja, dazu gehört eine große Portion Idealismus. Heute unterstützen uns Auszubildende der Heilerziehungspflege unserer Schule, der Sächsischen Sozialakademie Chemnitz, Lene Vogt. Bis vor einer Woche haben wir wirklich um unsere nächsten Veranstaltungen und unsere Existenz gezittert, weil der Pachtzuschuss der Stadt bis in den September auf sich warten ließ. Unser Konto flehte leise um Gnade. Einen Franz Jäger hatten wir leider nicht. Wir sind für Transparenz, da hier ein paar harte Zahlen. Unser Pachtanteil beträgt ca. 600 Euro im Monat. Dazu kommen 400 Euro Strom und das viele, viele Heizöl für unsere alte Diva schenkt man uns nicht. Sie möchten auf den Toiletten Papier vorfinden und seit Corona wissen wir die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Sie müssen erfahren, dass wir Veranstaltungen machen, kurz, Kultur kostet Geld. Dass wir zum Beispiel den Film heute einmal zeigen dürfen, kostet uns 400 Euro. Dazu kommt die GEMA und viele weitere Veranstaltungskosten. Nebenbei möchten wir auch unser Gebäude erhalten und weiter restaurieren. Wir träumen vom offenen Rangaufgang, der befindet sich da hinten, zugemauert. Unsere Flügeltüren da hinten und vom Rückbau der Stolperfallen im Foyer, was Sie hier mit diesem roten Band haben, soll mit abgebaut werden irgendwann. Wir möchten weiter eine Bühne für Kulturschaffende sein, Kinder und Senioren unvergessliche Stunden bereiten und im nächsten Jahr das vierte Olsenbandentreffen machen. Das schaffen wir nur mit Ihrer Hilfe. Daher kommen, freuen, weitersagen. Unsere nächsten Veranstaltungen sind die Filmklassiker Shining und Das Boot. Unser absolutes Highlight wird unser Vor-Adventskonzert mit Jules Visor. Sie werden in der Kirche Frankenberg skandinavische Weihnachtslieder darbieten. Wer das verpasst, verpasst was. Ein Muss für alle Dänemark- und Olsenbanden-Fans übrigens. Für die begnadeten Künstler wünschen wir uns hier so sehr eine volle Hütte. Karten zu 10 Euro Vorzugspreis können Sie ab heute erwerben. Und wer noch einen heimatlosen Euro im Portemonnaie findet, wir hätten hier ein wirklich gutes Zuhause für ihn. Jetzt wünsche ich uns allen ganz viel Freude. Frau Dandanell ist noch nicht da, die trifft noch ein. Mit Lotte und Janine Streu-Österreich ist auch noch nicht eingetroffen. Und den Film Nummer 14, der heute Abend um 19 Uhr erst gezeigt wird. Ich habe noch kurz hier irgendwas draufgeschrieben, falls Sie den Plan noch mal wissen wollen. Der dann tatsächlich der allerletzte bleiben musste. Besonders deswegen möchten wir ihm einen würdigen Rahmen bieten. Vielleicht ist gerade der am meisten Vermächtnis. Vielen Dank. Wir haben es versäumt, bei unseren ehrenamtlichen Sachen das nochmal als Handflyer mit zu verteilen. Der Kurzabriss: 14.15 Uhr starten wir im Saal mit dem Film Le Gouls Palais.
über die Rettung des Stellwerkes, was gewandert ist, Davido, von Kopenhagen nach Gedser. Das können Sie sich anschauen, das zeigen wir dann. Und dann haben wir 17 Uhr ein Interview mit Lotte Dardanel und Janine Strahl Österreich. Die sind noch unterwegs von Berlin, die sind gerade mit dem Taxi hierher. Und um 19 Uhr zeigen wir den Film Nummer 14, der allerletzte, der wirklich allerletzte Streich der Olsenbande. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Mit der Olsenbande auch. Dankeschön. Was Sie sonst noch so brauchen, finden Sie hier. Danilo mit seinem Fanclub-Stand vom Olsenmann Fanclub Deutschland. Zu essen zu meiner Linken. Essen Sie, was das Zeug hat. Wir haben viel mitgebracht. Kann alle werden. Okay. Dankeschön. Super. Die Fotos? Ja, das habe ich auflegen. Ah! Jetzt kommen noch die Obladen. Nee. Mischen Sie die? Ja, ja, wunderschön, wunderschön. Die Obladen. Jetzt kommen die Obladen. Mhm. Das sind doch schon Fisch und Chips, ne? Nein. Macht ja nicht. Gut. Gibt's auch? Ja, okay. Ich hab auch so. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. Hallo Tobias, du als Olsenbanden-Fan, erklär mir mal einiges an der Litfaßsäule, obwohl ich sehe, dass nicht alles mit der Olsenbande zu tun hat. Ja, also hier ist das Plakat, ne? Von dem dritten Olsenbandentreffen in Frankenberg. Heute Besuch von der Kostümbildnerin Lotte Dardanel, die kommt nachher auf die Bühne. Moderation Janine Strahl Österreich. Später wird der
der wirklich allerletzte Streich der Olsenbande gezeigt. Film Nummer 14. Drehjahr war 1998. In den dänischen Kinos kam er im Dezember 1998, in den deutschen Kinos kam er im November 1999. Ja, und dann sind hier noch ein paar andere schöne Sachen hier. Herricht, ne? Der geliebte Rolf, der ja auch Synchronsprecher gewesen ist in der Olsenbande, als Vorlehrer. Geliebte Weiße Maus, ja, ein Klassiker, ne? Genau. Ja. So ist das. Super. Vielen Dank für deine Ausführung. Und dann würden wir jetzt durch die Heilige Halle gehen und die super schönen Gegenstände vom Remo besichtigen. Was soll ich denn schreiben? Na. Das Datum machen wir denn hier? Warte, was haben wir denn da? Heute 14. Ne? Wollen wir 14. machen? Genau. Also Finn, der erste Zeitler. Der Tobias, den letzten Jahr. Ja. Der war ja bei mir mal mit gewesen. Ach so. 36 Jahre, ja. 1999 war ich bei dir. Ja, das ist Wahnsinn. Ich hab's ja hier mal so. Nee? Ja, du bist ja auch eigentlich auf diesen ganzen Events irgendwie zu sehen gewesen. Nee. Du warst nicht in Potsdam? Nee. Ausstellungsmäßig? Danilo, selbstbewusst durch und durch.
Leider. Sitzen, also wirklich auch von der Brandschutz und so. Nur unten. Ja, und also herzlich willkommen nochmal zur Mini-Führung zum Olsenbahn-Cup. Hier oben ist der Rang gewesen, das erkennt ihr daran, dass hier Stufen sind, also hier waren noch Sitze montiert, na, die hat man dann weggenommen. Und das Kino war früher hier an der Stelle zu Ende, also an der Wand. Dann hat man den Rang nach vorne gezogen und hat das ganze Ding verlängert. Na? Schützen eingebaut, um die ganzen Sachen hier noch ein bisschen mit einer Visionsbar zu versehen. Die war unten drunter. Ja? Hat man da noch vorgezogen, Visionsbar hat man weggebaut und übrig geblieben ist im Prinzip dieses Stück. Ja, der Rang selber ist begehbar von dieser Tür gewesen. Also man kann auch reingehen, da kommt jemand raus oder rein. Hallo? Da hat sich jemand versteckt. Mario! Hast du den Rang aufgemacht? Nee. Ja. Hast du die Ziegelsteine rausgekriegt? Wollte ich jetzt. Da geht eine Treppe runter und man kommt an der Toilette unten wieder raus. Also man konnte separat hier hochgehen und musste dann da wieder runter. Wenn ihr euch rumdreht, der Vorführraum, die Fenster, die man da sieht, ist extra dick versehen in den Zeiten oder aus den Zeiten noch, wo die Vorführräume lebensgefährlich waren. Im Sinne von, es gab auch mal kleine Explosionen. Filme haben sich selbst entzündet oder halt die Technik, bevor es die Lampen gab, mit die Kohlestäben oder so, selbst entzündet. Film, Reibung, Wärme. Zelle, genau. Der Filmvorführer ist dann nach hinten dann geflüchtet und hat das ganze Ding, ich sag mal, gezielt abbrennt. ja. Das ist jetzt, was ich nacherzähle. Also Mario weiß da besser Bescheid. Diese Sachen, du kennst das von früher. Ja, also lebensgefährlich. Boah, ich erzähle es bloß nach. Ja, dann was sich hier noch befindet, ist eine Ausstellung, die staubt vor sich hin in Anführungsstrichen. Die wird nicht genutzt, die zeigen war, was gibt es für Kinotechnik oder was gab es für welche. Ja. Die genaue Bezeichnung, Mario, von dem Blechgrüngetüm, von dem Braun? D21 oder D1. D1. Und das D steht für was? D1, Dresden. Für Dresden. Also da gab es die Fabrik, die hergestellt haben. Das heißt, sie können dann später Pentagon. Ja. Und davor, den Apparat, den Sie da drüben sehen, den schwarzen, ein Ammermann aus den, ich sag mal, aus den 30ern, das glaube ich, nicht mehr alles wieder. 36. Sowas. Und von denen haben wir zwei, die stehen hinter der dicken Mauer, die zeige ich Ihnen gleich. Ja, und die haben sozusagen, es gibt immer zwei Apparate, damit sie die fünf Filmrollen, die es meistens sind, ungefähr um die 80 bis 90 Minuten durchspielen können. Muss der eine laufen und wenn der aufgehört hat, wird der zweite schon Stopplage gemacht und übernimmt das dann. Das nennt man Überblendtechnik, ist das richtig? Ja.
Dia-Vorträge, ihr kennt sie das? Da hat man auch den einen Dia-Projekt über den anderen überblendet dann, bis dann die Teile moderner wurden, da hat er das alleine gemacht. Und das wurde dann im Prinzip so gemacht, dass der, wenn der fertig war, der Apparat wieder bestückt wurde, ne? Gleichzeitig dann auch noch zurückgespult, weil die müssten ja dann wieder eingepackt werden und zum nächsten Film aufgebracht werden. Ja, und die laufen noch, die haben dieses Jahr eine Wartung bekommen, oder sagen wir mal so, bekommen jedes Jahr eigentlich eine Wartung. Beim Auto würde man sagen, ich kriege einen Ölwechsel. Ne? Läuft auch im Ölbad, glaube ich. Stimmt das? Ja, ja. Zum Ölbad, ne? Ja, dann Optik checken, läuft das alles, die Schienen, die Kufen, wo der Film vorbeiläuft, ist das dann so weich gebettet, dass ich da nicht aufbauen kann oder irgendwie Reis kaputt. Ja, und ansonsten staubt es halt noch vor sich hin, das soll ein bisschen umgebaut werden, wir wollen das ein bisschen abspecken und hier noch was anderes zeigen. Das heißt, die Apparate selber sind zwar spannend, aber die laufen halt nicht, die kann man nicht in Aktion sehen. Was sie heute auf alle Fälle können. Wenn Mario dann vorführt um 7, können Sie auch gerne während des Films rausgehen und ihm mal über die Schulter schauen. Sehr interessant, ein altes Handwerk, sage ich immer. Ja, also das heißt, man muss tatsächlich Hand anlegen. Da vorne sehen Sie eine, diese Kiste hier, diese Prima-Box, wenn man so will. Das, was das Multiplex-Kino heute hat. Du stellst einen DVD-Player oder einen Blu-ray-Player daneben, drückst auf den Körper und jedes Mal. Das, was Mario macht, ist ein Handwerk. Wenn der Film mal reißt, Publikum hat sich wenn man nicht zu sehen ist. Und dann hast du halt zu tun, das Ding dann zu kleben oder das Bild, was gibt es da, Bildstörung als Dia dann einzuschieben. Die Pfiffe und so, hier, Ru und so. Ja, das, ist noch, ja, das gehört dazu. Ja. Und ansonsten, was machen wir noch hier oben? Die Veranstaltungen sind nicht nur kinomäßig, wir haben auch Veranstaltungen im Sinne von kleine Konzerte, Buchlesungen, Seniorenkinotage, Schulkinowochen. Dann haben wir Menschen mit Behinderung zum Beispiel, die kriegen dann das Kino, die machen dann die Vorführung selber. Also auch den Einlass, die Blätter selber, die legen dann eine DVD ein, also dass es nicht so kompliziert ist. Ja, und dann haben wir im Prinzip quer durch die, wie sagt man, durch die Gesellschaft verschiedene Sachen, die man da so anbieten kann. Also wo andere das auch mal machen. Ja, also sich mal da reinversetzen, wenn man ein Kind das zum Beispiel erklärt, wie lang ist jetzt so ein Stück Film, ja, ungefähr 25 Bilder ist eine Sekunde, ist ungefähr so ein Stück, ein halber Meter, ne? Dass man das anfassen kann. Wie lang ist eine Sekunde? Das kann man ja nicht anfassen, das geht ja nicht. Also du kannst es auf die Uhr drauf fassen, kann Zeiger bedienen oder so, ansonsten. Ne? Ja, und das wird geknüpft mit ein paar Thementagen. Also Thementage braucht zwei Kino alleine, lockt man halt keiner hinterm Ofen vor, das schafft man nicht. Also die Großen sind da schneller und weiter. Es kostet einen Haufen Geld, sage ich mal. Also alleine heute der Film, den wir zeigen, der kostet 400 Euro. Einmal zeigen. Zeig mal den nochmal, zwei Stunden später bezahlt er das nochmal. Es sei denn, man würde das illegal machen, aber das ist nicht so gut, weil wir stehen im Licht der Öffentlichkeit, wenn jemand sagt, wir haben es selber gezeigt, ich habe das auch gesehen. Also einmal durch. Und der kommt von der Rolle. Also den zeigen wir tatsächlich im historischen Material. Gibt es auf DVD halt auch, Knopfdruck fertig. Kostet übrigens auch 400 Euro, einmal draufdrücken. Also der Filmverleiher, der den Film hat, dem der gehört, der den irgendwie gekauft hat, und sagt dann, wenn du den haben willst, musst du bezahlen. Also, ja, und das ist dann, die GEMA wird noch drauf gerechnet auf das ganze Ding. Dann haben wir noch den Strom und jetzt läuft auch die Heizung ein bisschen, das geht so schon. Wir machen eigentlich mehr Minus als Plus, aber das ist bei Kultur so, man schiebt was rein und kriegt eigentlich nicht raus. Das wollen wir auch gar nicht, ja? Wenn man das machen, könnte man zumachen. Wir werden gestützt von der Stadt, also kulturell im Prinzip unterstützt man uns da für die Miete des Hauses. Im Monat sind es gerade, was haben wir, 2000 müssen wir bezahlen im Monat, die Stadt stützt mit 700 Euro. Also das ist ein ganz schöner Batzen, den wir da rüberreichen müssen. Den können wir nie erwirtschaften, weil wir ehrenamtlich tätig sind. Also wenn wir in Chemnitz, wo ich arbeite, Feierabend haben, fahren wir dann hier raus und dann machen wir Kultur. Dann machen wir wieder zu. Ja, und es gibt Menschen, die haben Ideen, was man so zeigen kann. Da sind wir mal froh, wenn man sagt, Mensch, spielt bei dir den Film, der würde mich mal interessieren. Ein Actionfilm aus den 90ern oder aus den 80ern. Oder halt die DEFA ist bei uns oft zu Gast, also filmisch gesehen. Wir haben jetzt den, was haben wir gezeigt, Gorko Mitic, jetzt kommt. Bitte?
Die Weiße Maus, genau. Geliebte Weiße Maus mit Rolf Herrich. Ja. Ja, genau. Dem Polizisten. Ja, genau. Das nochmal gezeigt. Und vergangene Woche war der gezählte Widerspenstige aus Italien, 1980, mit Adriano Celentano. Schön ist immer, wenn man vorher schon lacht. Ich mach mal nicht spoilern, ja, man den schon kennt den Film. Ich muss aber vorher schon lachen. Ja, und dann kommt die Szene, die kennt man auswendig. Wenn Sie den Film total lieben. So. Ja, und da macht man auch Erinnerungspflege. Also man kann sich an das erinnern, das kennt man ja von allen möglichen Sachen, die kommen halt dann wieder und man freut sich, wenn man das nochmal sehen kann. Und bei alten Menschen, jetzt habe ich ist es ganz speziell ausgeprägt, weil die kommen nämlich gar nicht mehr ins Leben. Also das Pflegeheim selber kriegt man schwer hier, also meistens Tagespflegen, also Menschen, die noch laufen können. Und Schwerstpflege zum Beispiel ist enorm aufwendig, den Menschen hier rein zu bewegen und dann auch hinzusetzen. Die sind ja, wie soll ich denn sagen, kognitiv sehr, sehr fit, aber körperlich desaströs. Also die können nicht mehr sich bewegen. Und die, was es bei denen aufmacht, wenn man das schaffen, ist sehr interessant. Also da ist emotional unheimlich viel dabei. Also wenn man denen das mal schenken kann, da freuen wir uns immer sehr. Und bei Kindern, die verstehen gar nicht, was wir hier machen. Also die, für die ist das total, verstehen wir nicht. Die kennen halt bloß Knopfdruck. Und wir machen dann Kinoführung. Wir haben einen Geist hier im Haus. Also den kann man seit einer Woche jetzt tatsächlich auch anfassen. Das ist Erno Ermelmann, der kleine Filmvorführer. Vielleicht habe ich da mal Zeit, da zeige ich ihn mal. Der sitzt unten und wartet auf seinen Auftritt. Und den braucht man dann, um was irgendwie greifbar zu machen. Also ein Logo alleine macht es eben nicht. Und wir haben den zeichnen lassen. Und der verkörpert sozusagen diese Zeiten. Filmrolle, hat so einen Arbeitskittel an. Und dann schlürft er halt durch die Gänge hier und macht mal Ruhe und begrüßt die Leute. Ein bisschen schrullig ist er. Ja, es gibt Tage, da geht es nicht leicht. Aber der ist nie bösartig. Okay. Dankeschön. Lieber Burkhard, recht vielen Dank für deine Ausführungen. Ich danke dir. Wunderbar, sehr okay. Aufschlussreich. Danke. Ist dir alles richtig, Mario, stimmt's? Habe ich also viele Fehler eingebaut. Aber du hast dir drauf gehört. Wir haben es ja nicht gemerkt. Nee. Also der Film kommt bei uns hier in dieser Transportkiste. Oder verpackt. Dann wird er hier umgerollt, dann steht er fertig hier bereit. Und dann haben wir hier unsere alten Erdmann-Projektoren, Baujahr 37, jetzt inzwischen umgerüstet auf Zähnen. Also früher haben wir Licht mit Kohle erzeugt, plus und minus Lichtbogen gezogen und damit hatten wir ein schönes Bild. Heute macht man das mit dem Leuchtgas, mit dem Zählengas, das ist so ein Zählenkolben, da ist ja drinnen, dann hat es mir letzten Freitag hier mit Ruhm gehalten. Das ist ein mörderischer Knall und der Schaden ist da auch wirklich enorm. Also da ist der Spiegel drinnen kaputt, da ist der Brenner kaputt, nee, das nicht. Das ist nicht so. Ja, das ist. Also ich mache das jetzt schon weit über 40 Jahre. Ich habe als Kind schon vorführen dürfen, auf diesen Projektoren gelernt, noch auf Kohle. Wie gesagt, der Film ist jetzt auf Rolle. Dann kommt er hier in den Projektor, wird eingelegt. Das ist dann immer der Vorführeffekt.
jetzt könnt ihr die Vorstellung beginnen. Dann machen wir. Zählen wir einen Brenner. Und jetzt wäre ich eigentlich betriebsbereit. Jetzt könnte ich anfangen, soll ich immer vor dem Vorhang das machen. Und das ist das ganze Geheimnis. Die Rolle läuft 20 Minuten. Wenn Sie ab und zu mal im Fernsehen eine Filme anschauen und mal so auf die Uhr gucken, wenn der auf einmal 20 Uhr beginnt, so nach 18 bis 20 Minuten kommt oben in der rechten oberen Ecke, kommt da mir Sachen dazu, Überblendungszeichen. Da kommt erst ein Viereck, dann ein Kreis, manchmal zwei Kreise, manchmal ein Dreieck. Das bedeutet für den Vorführer beim ersten Startzeichen, Projektor 2 oder Projektor 1 zu starten und beim nächsten wird dann überblendet und dann geht das reibungslos über und über, ohne dass der Zuschauer was merken sollte. Das ist das ganze Geheimnis. Recht vielen Dank, Mario, für die Ausführung. Und dann würde ich jetzt gerne mit dir und der Gruppe nochmal ein Foto an den Maschinen machen. Danke. Das sind Frauen, die das
1968 für den Weil gleich ist es 5 Uhr und die Lotte kommt ja nach dem Talk dann wieder hier und unterschreibt und verkauft. Und also so viele Bücher. Ja, danke. Ja. 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 Ja.
Ja? Ja, ja. Ja? Ja, ich gerne. Wie hat sie das schon mit der Stehung? Schon als erstes, ja. Nehmen. Wir empfangen auch Gäste. Sonntags 14 Uhr. Okay. Das ist ein Minimum-Leben, das steht ja Minimum. Ja, ich habe das weil hier ja, irgendwo. Ja, das ist halt aus Spaß. Schön. Und zurzeit hast du noch mehr Schiffe an. Ja, vier. Vier sind ja. Deine Hand her. Ja, na klar. Ja, ja. Ja, der ist neu. Ja. Herr Rilo, ich habe hier noch die ganze Dinge für die zwei. Kannst du mir helfen? Entschuldigung. Ich habe gar nicht wissen, was du damit vorhin. Ja, ja, ja. Ja. Die fehlen noch. Jetzt muss ich mal. Dankeschön. Da war ich mit dem Fengsel Außenwänden, Fengsel, sitze auch. Da war du. Ah, ja, da. Ich sieh's. Okay, ja, ja. Erst go, her. Natürlich. Ja. Schön.
uns mal wirklich live die Filmmaschinen eines Kinos sehen. Baujahr 1937, das will was heißen. Freut mich drauf. Ich auch. Schöne Erfahrung hier oben genau sein zu dürfen. Warum sind diese denn mit drei Trommeln? Ja, ich finde das. Ich finde das eigentlich viel besser als diese. Schönes. Ich bin nicht mehr so gut.
Ich könnte vielleicht auch die Kopf sprengen. Ja, das wäre das Einzige.
Alten- und Pflegeheime um uns herum sind voll von Menschen, die ihr Leben lang daran gearbeitet haben, um diese Gesellschaft des Überflusses und der sozialen Sicherheit zu schaffen. Egon Olsen, fühlen Sie sich verraten? Wer ist einsam und verraten? Das hatten Sie nicht erwartet. Ja, ich weiß nicht. Oberleute, Engelhohen, Knallbeeren, Weichmürsten, absolute Vollidioten, Berufsforscher, Flammerschwächen, Schlagschwächen, Trotteln, Elenden, Sozialdemokraten, Jammerlanden, Scheißvertreter, Trockenpinsel. Der gute alte Egon, gemein mit dir zu sehen. Jetzt wird alles wieder gut. Wir sind zusammen. Wie viel Egon? 10 Millionen Dollar? Nein, Kronen. Man muss die Kirche im Dorf lassen, das ist Steuerrechnung. Egon. Ein Wiederholungstäter, ein Gentleman, weil er sich ausschließlich mit den gesetzwidrigen, also unerlaubten Verbrechen befasst hat. Dass du das noch machen willst, ist zu schön. Dieser Herr Olsen ist eine gefährliche Person, sie weiß zu viel. Hast du es vergessen? Ich habe nichts vergessen, ich kann mich nicht erinnern. Du hast es vergessen. Ach du Schande, hier ist zu viel. Wo bleibt ihr denn, Vollidioten, Abschnasen? Das ist ein Problem, weil immer so ein Problem ist.
Den Film spielt, trägt sich dann ja ein. Also das letzte Mal unter dem Löwe am 18. Januar 2020. Jede Vorbeikarte. Und da kann heute noch ein Welt der Ober, ich wurde geführt, und jetzt geht aber noch mein Film noch. Da ist der Abteil und da hat sich jedes Kino. Trägt sich immer ein. Und da lese ich immer, da wo man als Vorspieler und wenn da ein Filmschleuse ist, kann ich das noch hinlegen. Ja. Ja. Das meine ich, eine Kopie aus meiner Sammlung, die macht das weiter. Ja. Weil hier sind Filmkorteile und Filme noch eingebaut. Ja. So, ja. Ja. Das ist die Tonspur. Hier wird der Ton abgetastet. René, war doch ein gelungener Tag heute. Sehr schön. Ja. Sehr schön. War mächtig gewaltig. Wunderbar, sehe ich auch so.
vielen Dank, liebe Dorina, dass du gleich für den Analphabeten mit unterschrieben hast. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass ich mit euch beiden heute zusammen im Restaurant 1900 bin. Danke für einen schönen Tag mit dir. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Gottfritz? Ja? Jetzt würde uns eine gute Tasse Kaffee gut tun. Ganz gewiss, Herr Brodersen. Ich habe schon Wasser aufgesetzt. Immer umsichtig. Herr Jensen, wollen Sie nicht schon Platz nehmen? Da ist noch etwas Kuchen übrig geblieben. Weiß, ob man überhaupt wissen darf, dass man das gar nicht wissen darf.